Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS15 auf der OGF USA mit mir, dem Wolpert Inger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hier guckst, was ich für Blödsinn mache. Und ja, die Mischstation habe ich jetzt leer geräumt und jetzt sagt die Mischstation, ich habe keine Silage mehr. Drum habe ich mir die Fräse hier mal angehängt und gesagt, okay, wir sorgen mal für Silage. So, das gärt ja auch schon 100.000 Jahre vor sich hin. Das machen wir jetzt einfach mal auf und holen uns hier mal die Silage raus, ne? So. Dann schalten wir doch das Gerät vorne schon mal an. Und fahren es mal runter und dann packen wir uns hier mal die Silage wieder rein. Es ist doch einfach immer wieder schön mit dem Teil. Ich mag's. Das ist so easy. Und die fahren wir nämlich dann gleich rückwärts da hinten rein. Schade, dass wir nicht ganz so weit kommen. Ja, hätte eine Förderbandstrecke basteln können, das wäre aber auch ziemlich albern, oder? So, jetzt hier machen wir voll den Wagen. Ein Wagen passt rein in die Mischstation, soweit ich weiß. Und dann kann die hier wieder weitermachen. Wobei, ganz ehrlich, mal kurz hier, falls es mal wieder nicht geht. So, die F12 angeschalten. Mischration haben wir jetzt auch schon einen ganzen Haufen hier im Futterlager drin, also wir brauchen es gar nicht mehr so dringend, aber irgendwann brauchen wir es eh wieder. Und dann sind wir froh, wenn wir schon welche haben, ne? Genau. So, jetzt machen wir mal den Wagen ganz voll hier. Und die Fräse ist halt immer noch das Genialste, was es da gibt, finde ich. So, und das Silage war, glaube ich, sowieso gleich der hier. Schauen wir mal. Heu. Du erzählst plötzlich, ich habe Heu. Ach, das Problem ist, wieso habe ich denn plötzlich, wieso wird die Grassilage denn plötzlich zu Heu? Das Problem habe ich auf der Ammersee genauso. Hm. Sehr strange. Naja, gut, dann machen wir halt. Keine Silage mehr aus Gras. Auch gut. Ich weiß jetzt nicht, welcher Mod mir da wieder dazwischen jumpt. Aber egal, dann hauen wir das jetzt erstmal hier in das Dingslager wieder rein, ins Futterlager. Dann haben wir halt hier halt andersrum. Naja, egal. Dann machen wir halt nur noch Mais-Silage. Hilft ja nichts. Upsa. Sorry. Ich wollte eigentlich. Ups. Eigentlich wollte ich ja nur abladen. Oh, wo ist jetzt der Trigger? Ich treffe ihn nimmer. Hm. Also manchmal ist echt der Wurm drin. Wir fahren halt nochmal anders hinkommen. Wir wollen ja schließlich auch noch ein paar gescheite Sachen machen. Das ist jetzt schon wieder irgendwie komisch. Heu wird hier nicht angenommen. Wieso wird hier auch kein. Wieso eigentlich Heu? Hm. Wieso macht der da Heu draus? Naja, dann machen wir es halt ganz anders. Wir wissen ja, wo wir es noch unterkriegen, ne? Wieso nimmt der eigentlich kein Heu an? Wieso habe ich jetzt hier Heu? Irgendwas ist sehr strange. Also hier nicht, ne? Das ist Silage, da ist Stroh und hier ist Gras. So, schmeißen wir es halt hier in den Mix wieder rein. Sehr, sehr merkwürdig. Komische Dinge passieren hier in diesem Spiel, die mir unerklärlich sind schon langsam. Aber egal, da sehen wir drüber hinweg. Dann machen wir Mais-Silage, machen wir halt kein Gras mehr. Egal, meine Herren. Oder ich gucke irgendwann mal, welcher Mod mir da eigentlich schon wieder so dazwischen funkt. Da kann man es auch verkompostieren. Apropos verkompostieren, da ist ja auch schon ein Haufen Zeug drin. Wenn wir gerade da mal vorbeigucken. Holla. Jetzt müssen wir es aber trotzdem leer machen. Dann ist das Silo da hinten ja genauso kaputt. Irgendwo sind meine Silos kaputt. Keine Ahnung, was da Sache ist.
Naja, egal, wir sehen da mal drüber hinweg, großzügigerweise. Das heißt, während der hier eigentlich, den lasse ich jetzt dann gleich mal stehen. Das lassen wir mit dem Wagen noch schnell voll machen, dann hinten noch in das Dings reinkippen. Macht der da Heu draus? Strohheu. Man muss es nicht verstehen. Manche Sachen, glaube ich, muss man nicht verstehen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, welcher Mod da schon wieder dazwischen funkt, aber es kann ja eigentlich nur einer von den Multifruits sein. Ich muss mal schauen. Aber wir haben so viel Silage hinten in der BGA und wir bauen auch gleich wieder neue Silage. Das muss jetzt da einfach eine klauen gehen. Genau, das machen wir. Und dann schauen wir mal, ob man mit dem Strautmann nicht auch das Ding hier hoch, das ist ja wohl lästig. Holla, 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 langsam, langsam, langsam. Da hinten müssen wir hin. Nein, nicht zu dem, sondern zu dem ganz hinten. So, jetzt können wir richtig stehen, oder? Nein, noch nicht ganz. Jetzt, da stehen wir richtig. Ja, dann machen wir doch das. Dann klauen wir uns doch hier mal ein bisschen Silage aus der BGA. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann werden wir uns mal überraschen lassen. Dann muss ich aber hier Mais anbauen. Eieieiei. Sonst geht was mit das. Ich dachte, ich könnte Grassilo machen, aber ja, wer nicht, wenn er nicht mehr will. Eigentlich macht man sowieso mehr mit Mais-Silo, ne? Oder macht man auch mit Gras? Ich weiß nicht. Ich weiß es echt auch nicht, welcher Mod das jetzt wieder ist, aber es kann ja fast nur einer von den Multifruit sein. Vielleicht ist es der Multifruit Extended. Ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt auch keine große Muse drüber nachzudenken. Ich klaue jetzt hier Silage hin und schauen wir mal. Klauen wir mal dem guten Franz ein bisschen vom Silo. Ja, siehst, das ist noch Silage. Alles klar. Also machen wir es aus Mais. Ist ja eh viel besser. So. Aber ich will die Mischfutterstation noch einmal voll machen. Und dann haben wir, glaube ich, eh erstmal genug. Dann müssen wir schon langsam wieder hier. Ja, die Kohle kommt hier rein, das ist ganz praktisch. Müssen wir nämlich schon langsam ein paar neue Geräte kaufen, damit wir hier weiterkommen. Weil so ist hier momentan gerade ein bisschen Fahrt schon bald, gell? Passiert gerade nichts. Dann werde ich wieder gerüffelt von euch, dass das hier so stinkend langweilig ist. Habt ihr recht, ist es ja auch irgendwo. Aber meistens sind halt auch so Arbeiten hier, das gehört halt auch mal immer ein bisschen mit dazu. Wir könnten hier unsere Hackschnitzel dann eigentlich auch mal verkaufen. Und irgendwann, glaube ich, müssen wir auch mal in den Wald gehen, oder? Wir waren noch nie im Wald. Ja, ich weiß, ich drücke mich da mal ein bisschen drum. Weil das wird ja auf Dauer dann auch so Fahrt. Und wir wollen ja immer nur Action, 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 wobei ab und zu mal ein bisschen ruhiger kann nicht schaden, gell? Auf jeden Fall bringen wir es dann erst einmal unseren Drescher in Position, den habe ich schon mal soweit, ups, das glaube ich, fahren wir erstmal das Rohr ein. Rohr einfahren, nein. Rohr, Rohr, das ist Rohr. Sonst kommen wir nämlich da unten nicht durch. Ja, und durch die Regentage der letzten Zeit sind die Geräte auch wieder schön sauber. Ist es nicht toll? Dann machen wir hier halt auch mal. Wobei, wenn es in der BGA, das reicht ja vollkommen eigentlich, wenn wir das nur in die BGA schaufeln und von da holen. So, das ist jetzt die Silage. Siehst, das sieht man auch schon unten am Symbol. Steht ja auch oben dort. Ja.
Wobei ich finde das gar nicht mal so verkehrt, wenn wir es aus Gras keine Silage machen können. Das hat ja auch was durchaus Positives, finde ich irgendwie. Man kann sich doch einreden, ne? Genau. Und überhaupt stehe ich jetzt hier ziemlich blöd. Ich komme ja gar nicht raus. So, lala. So, den stelle ich jetzt mal kurz hier ab, damit ich dann... Ach so, die 100 Dinger sind vorne noch drin, alles klar. Ich habe gerade gedacht so, hä? Wo kommen denn die 100 noch her? Nein, 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 wechseln. Kurz hier abstellen. Die Fräse wieder parken. Und dann... So. Hingeschmissen. Dann fahren wir jetzt mal kurz zum Händler. Fahren wir mal kurz zum Händler und besorgen uns einmal einen Viehtransporter, damit wir mal ein bisschen Schlachtvieh irgendwann mal wegbringen können. Ui. Wie ist das? Drifting. Drifting like God. Oder so ähnlich. Händler. So, das müsste unter Viehtransporter sein. Wie viel bringen wir da rein? Viel. 50 Schweinchen, 40 Rinder oder Kälber, 60 und 90 Ferkel. Ich weiß nicht, was wir es da gerade machen, aber... So, dann verkaufen wir doch. Wir kaufen den jetzt. Und dann schauen wir mal, wo wir unsere Schlachtviecher loswerden. Damit wir endlich mal irgendwann auch grillen können. Ach, und die Betonplatten muss ich jetzt endlich auch mal irgendwo abholen. Die liegen hier schon seit, keine Ahnung, einer gefühlten Ewigkeit, ne? So. Ja, dann verkaufen wir uns endlich mal ein paar Viecher. Ach ja, und um Viecher müssen wir eh noch ein bisschen mehr kümmern. Das heißt, die brauchen jetzt dann noch Erdfrüchte und anderes Zeug. So, jetzt bin ich gerade überlegen, wo wir die einladen. Nehmen wir erstmal die Kälbchen, weil sie eh gerade näher sind. Ich glaube schon, ja, ich muss einmal außen rumfahren. Genau, ich weiß schon wieder. Nee, oder die laden wir hier ein, gell? Nicht einmal außen rumfahren, die werden hier eingeladen. Brauche ich hier eigentlich nur drauffahren auf den Trigger zum Füllen? Oh ja, schau, die laufen von alleine raus. Ach, wie süß. Ups. Hilfe, wo bin ich? Da. Jetzt da schau, wie sie laufen kommen. Ach, wie nett. Steigt ein. Meine kleinen Steaks. 10 Stück, das war's erstmal. Ja, ich glaube schon, genau. Ach, ist das süß, ha? Ja. Die kleinen süßen Tierchen. So, wo ist denn eigentlich der Schlachter? Nein, nicht da. Wo ist denn die 39er? Der Schlachter. Beef da hinten irgendwo. Okay, werden wir finden. Da schauen wir jetzt doch gemeinsam. So viel Zeit sollte die Folge auch noch hergeben, dass wir schon mal unsere ersten Kälbchen verkaufen. Georgetown hat ein Fest in der Vorbereitung. Das haben wir schon lange gesehen. Ne? Die haben ja schon die Fähnchen alle aufgehängt. Die Fähnchen. So Leute, lasst mich durch. Ich bringe euer Essen. Dass die endlich mal ihre Party hier anfangen können. Ich bin auf der falschen... Ich bin schon richtig. Sag dich gerade, ich bin auf der falschen Strecke. Georgetown. Und dann fahren wir hier mal... wir fahren runter. Das ist links, das heißt, wir müssen hier rechts fahren. Ja, Cattle Yard, da stand sie auch schon groß. Passt.
So, ist die Frage, ist der vor oder nach der Eisenbahn? Cattle Yard. So, das ist jetzt, ich war noch nie am Cattle Yard. Aber es könnte das da sein. Genau, sehr gut. Halt da. Langsam, langsam, da geht's rein. Willst du mir jetzt erzählen, du hast die Collie, oder? Nicht wirklich. Oh, nee, nee, nee. Am Tier da hinten. Mein Gott. Wie kann man nur... Ach, schau, die werden dann hier mit Dings abtransportiert, oder wie? Also ich drehe mal um und fahre den rückwärts hin. Da fährt der Zug. Na, so, gehen wir mal Außenansicht. Naja, noch mal ein bisschen vor. Okay, und jetzt... Da ist vielleicht ein Zugverkehr auf der Strecke. Wahnsinn. Und ich lerne es noch irgendwann, wie man das mit so einem Hänger macht. Verspreche es euch. Eigentlich kann ich es ja, ne? Aber weiß nicht, was da schon wieder gerade Sache ist. So. Jetzt verkaufen wir noch die Tierchen und dann... Ja, weil der hat so einen langen Radstand. Ich bin echt so doof, dass ich den jetzt da reinkriege, oder wie? Kann ja nicht angehen. So. Jetzt ziehen wir ein bisschen gerade hier und jetzt stopp it. Und so. Und ich denke mal, dass wir die hier wohl verkauft kriegen. Nein, hier sind Schweine. Ach nee, jetzt. Hör nie. Ärgert er mich gerade. Vielleicht hätte ich mal einfach vorher gucken sollen, was wo verkauft wird, ne? Oh, nee, Leute. So, ich mache hier eine längere Folge draus. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, aber ich wollte eigentlich jetzt in der Folge noch mit euch die Rinderchen verkaufen, die Kälbchen-Rinderchen. Und ich habe mit dem langen Hänger echt Schwierigkeiten. Das ist verrückt, verrückt. So, aber jetzt. Okay. Jetzt läuft's raus. Ja. So. $1,060 für 7 Stück, 10 Stück, naja, warum nicht, passt schon. Alles klar, dann sind wir unsere Rinder schon mal ein bisschen los. Und ja, mit diesem Ausblick hier auf den Cattle Yard werde ich die Folge nun beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao und servus.